Richtig. So. Ich hab den Friedhof dann allein gemacht, ne? Warte, ja. Kein Bock. Nee, ich wollte. Du hast ja wieder irgendeine Krankheit simuliert, ne? Tja. Ey. Ne, sah so aus, als könnte man den Grabstein noch rausroppen oder so. Cut Rage Shield. Wolltest du bestimmt nicht, ne? Stimmt. Scheiße. Tante Hacke. Ich weiß gar nicht, hab ich. So, Schilde. Hab ich jetzt zwei Schilde? Ja, ich hab zwei Schilde. Hast du auch ein Schild? Ich hab, ja, ich hab zwei Schilde. Sagst du jetzt nur. Wie viel Schild hast du denn? Wie viel Schild hast du? Ich hab 87. 123. Scheiße! Ich hab noch einen 90er hier. Ja, dann schmeißen wir es mal rüber, bitte. Wie geht das? X. Ach so, mit dem neuen coolen Handelsinterface, ja. Ja. Ja, So, ich könnte dir das hier geben, damit du was verkaufen kannst. Ist mir doch scheißegal, einfach. Ich will ja nur die Ausrüstung dir überlassen. Oh, das ist scheißfreundlich von dir. Ja, ne? Das müssen wir wieder abschaffen. Zack, zack. Ausgerüstet, wunderbar. Ja, dann wollte ich dich noch fragen, was ist das? Badass-Rang im Menü. Inventar? Menü? Inventar? Inventar? Ja. Das ist das fünfte Symbol oben. Was ist das? Badass-Rang. Weil da steht irgendwie Token einlösen. Herausforderung ab. Ich hab 6 Token. Ja, wahrscheinlich bekommst du die durch die Herausforderung. Wähle eine Belohnung. Maximale Gesundheit, Feuerrate und Nahkampfschaden. Okay. Nahkampfschaden. 1% mehr Leben habe ich jetzt. Boah, krasse Sache. Herausforderung. Nachladegeschwindigkeit. Ah. Das ist so theoretisch die Herausforderung wie bei Borderlands 1. Nur mit Belohnung. Nur, dass es jetzt einen Sinn macht, die zu machen und nicht einfach schwachsinnige Zeitverschwendung ist. Ja. So, ich weiß gar nicht mal, diese 1000 oder weiß nicht wie viel Skeks killen. Ja, das war übel. Wo man ein paar Minuten schon mit beschäftigt war. Na, nein! Ich dachte schon, von wem wird die denn jetzt genagelt? Hörst du das auch so, oder wie? Ja, ich hab mich auch zuerst gefragt, klingt das bei dem auch so geil? Ja, wohin geht's denn jetzt? Ich verstehe. Ja, ja. Ach, der Pfeil bestimmt, okay. Warum werfen die Eisplätze auf mich? Ach, Fallschaden kennt das Spiel nicht, oder wie? Wenn ich jetzt von der Klippe hier runterspringe, tut mir das gar nichts. Ja, eigentlich hätte ich ja mit der Sirene auch Nachladegeschwindigkeit skillen müssen. Überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich ja, ist ja so die Ballertussi eigentlich. Ich hätte ja Nahkampfschaden skillen können. Ach du, Nahkampf, nix. Abschluss. Haben die erste überharte Quest beendet, wa? Überhart. Ja, ich fand die hart. Der Friedhof und so. Der Friedhof war auch hart. Aber da hast du mich ja auch schwer im Stich gelassen. Nein. Da bin ich auch das erste Mal im Spiel sozusagen verreckt.
Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben, ja? Erfülle 5 Nebenmissionen. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag. Ach, der nächste Token. Du kannst das nur einmal machen. Schild Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung, Nahkampfschaden, Schusswaffenschaden. Schusswaffenschaden. Das ist geil. Das ist geil. Das gefällt mir. Ja, das sind immer andere, ne? Ja, du kannst es anscheinend nur einmal, oder was? Kein Plan. Benutze den Aufzug. Boah, das ist eine schwere Mission, die erledige ich. Nachladegeschwindigkeit. Wo ist denn der? Hier noch. Da ist nichts mehr. Erik. Ja? Erklär mir die Map. Was? Das viereckige Symbol, diese Raute ist das Ziel, oder wie? Ach, ja. Und du bist der komische Pfeil, sag das doch, Mensch. Ich dachte, der komische Pfeil nach unten wäre Ziel, aber das sind wir. Dachte ich. Ich werde zu alt für die Sachen. Ja. Noch 3 Token. Atemschaden. Ja. Ich habe keinen mehr übrig. Feuerrate. Erledige Nomaden. 10 Stück. Ja, das sind wahrscheinlich auch wieder Level 1, 10, Level 200, Level 3000 und dann geht's in die abartigen Zahlen. So. Jetzt habe ich alle Token verballert. Was sind Zwerge? Schieße auf die Ketten, um Zwerge von Schilden zu befreien. Boah, sind das viele Herausforderungen. Aber was zu tun, wa? Alter. Ha, kennst du die Szene? Was für eine Szene? Ach so, ja, ja. Nur irgendwie war da kein Schnee, ne? Jo. Es gibt ja auch irgendwie dynamische Tag-Nacht-Wechsel, ne? Ja, das schon. Angeblich. Nee, hier aus der Distanz, das tue ich mir gar nicht erst an. Na. Hat die Granate gar nicht bumm? Nee, ist eine Fake-Granate. Normal, dass sie so viel aushalten. Ich hoffe nicht. Gehen sie richtig? Alter, die verreißen so dermaßen. Ne? Ja. Hätten sie sich die auch sparen können, ey. Ah, Echo Recorder. Wir haben den Zug, der durch The Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages. Oh, fuck! Hyperion hat keine Truppen von den Elfen abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begangen. Wir müssen nur. Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Du hast eines von Elena Pierce letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Bei mir spacken die Gegner voll rum. Die stehen noch. Ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich sie doch, dir gerne ab. Nein. Bei mir stehen die. Der liegt da auf dem Boden, dem jetzt nicht gut. Alter, bei mir stehen die alle wieder. Trotzdem ist das falsch, wo wir hinlatschen, oder? Ja. Ja, weil wir gerade dieses Audio-Log gefunden haben. Ach so, ne? Haben wir jetzt auch die Mission angenommen. Ach, dann ändert die. Oh. Was wollen wir machen? Benutzt den Aufzug. Da waren wir dran. Nee, ich wollte das andere Audio-Log-Ding hier noch holen. Das liegt hier irgendwo. Ich muss mal gerade disconnecten. Warum was los? Ja, weil die Typen da noch immer rumstehen. Ja, mach, dass du wieder reinkommst.
Ich komm schon wieder rein. Mach mir nicht keine Sorgen. Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz, schon auf dem Weg. Mrs. Pierce heißt. Naja, das ist eine Behauptung. Jetzt schalte ich die Mission wieder um, wenn ich sie hinkriege. Nimm Claptrap. Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Ey, keine bösen Worte. Alter, verfickten Gesicht. Krass. Aber die alte, die war doch auch im ersten Teil, ne? Welche war das noch? Welche alte? Alan Price, von der wir da gerade ein Audio. Kann gut sein. Ich hab Borderlands 1 gar nicht mehr im Kopf. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich haben schon nur dreimal durchgezockt. Also war mehr als ein Tag her und dann ist das aus dem Hirn weg. Ja, aber nicht. So hört's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mart Boom Boom wird dich umbringen. Mart. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschen hüpf auf deinem Brustkasten. Häschen hüpf auf deinem Brustkasten. Der fühlt sich direkt voll angegriffen. Genau wie eben. Du Arsch. Okay, muss man. Wartest du? Diese Brötchen sind eklig. Also mach keinen Scheiß. Wie war dein Tag, Joel? Bist du wieder weg? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abgekratzt. Warum steht das da? Hey, du glaubst, du frierst dich dort. Ich bin noch im Spiel, ich lauf dir hinterher. Aber das. Da irgendwas ist hier wieder verquer. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft. Alter Schwede. Reich. Nur damit du's weißt. Okay, bis dann. Boah, Alter. Ich bin wieder weg, ja. Kann nicht sein. Kannst du dich nochmal connecten jetzt, oder? Wow. Doch. Hab ich schon direkt gemacht. Ich krieg's nämlich schon wieder schwer gewissen hier. Alter, ich krieg noch nicht mal die Schilde von denen runter. Kämpfe um dein Leben, ja. Na gut, jetzt bist du wieder dabei. Ja, scheiße. Kämpfe um dein Leben. Wenn ich zumindest irgendwann treffen würde hier, ne? Ist ja lächerlich. Nein! Ja. Boah, geschafft, Junge. Ganz knapp war's. Alter! Nicht mal, wenn du vor denen stehst, triffst du die richtig. Ich habe auch Alter, keine Muni mehr für einen. Heilen, du bist zu gütig. Du bist zu gütig. Oder? Ne, ich habe noch Muni. Da hat er eben nicht nachgeladen. Ich bin total verwirrt. Ich hab noch einen Schuss. Oh oh. Ich hab noch 18 und 6 als Reserve und mit der anderen noch über 200. Ich habe keinen Namen für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke mal etwas drüber nach. Oder hast. Der Geschmack ist Ach so, du bist noch gar nicht da. Echt? Aber nicht schon, aber. Mein Schuss hab ich. Ist nicht so anders. Also irgendwie fuckt mein Internet grad schwer auf, ey. Ich weiß nicht irgendwie. Aber Skype funktioniert ja super. Ja, ja. Weil normal wird dann die Stimme verzerrt, wenn Internet in die Knie geht. Beim schlechten Datenfluss. Du hast einen Datenfluss. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Kannst aber viel, ey. Ah, ne, Badass ist wirklich was anderes. Krass, guck mal, das zerreißt auch voll. Ja. Ich wollte da gerade drauf springen. Alter, lass mir mal ein bisschen Munition. Kann ich dir die nicht geben oder so?
Wow, da steht ja noch einer, Junge. Ich benutze das einfach für den Rest vom Spiel nur.